So. Wenn du hier in den Channel kommst, das ist, als wärst du in Wacken und gehst dann ins Kloster. Totale Tiefenentspannung. Hast du letzte Mal gesehen bei meinem Video, ey, die Leute fanden das witzig, wie du geraged bist. Bei meinem Video, das ich hochgeladen habe, die berühmtesten Szenen waren ja von dir, wenn du geflucht hast, das war ja immer drin. Einmal warst du am Fluchen, da musste ich voll das Lachen unterdrücken. Ich war vor dir und wollte in die Box. Und der Hintermann fährt mit mir gleichzeitig in die Box. Da meinst du, Mann, wer ist denn da vor mir? Der jetzt fahren sie in der Box, aber halten mich die ganze Zeit auf. Ich dachte mir nur, ich bin's doch. So, mach mal ready. Ja. Boah, jetzt Monsun. Ja, aber ich hab jetzt mal deinen Rat befolgt. So. Jetzt schon die erste Zeit sind nur die erste Zeit setzen, dass du gar nicht in die Bredouille kommst. Ja, ich guck erstmal, wie Wetter ist. Wenn der sagt, Regen in 3 Minuten, fahre ich sofort raus. Das Rennen wird Regen geben. Quali trocken. Jo. Ich fahre mal direkt raus. Ich will ja nicht wieder in Zeitdruck kommen. Ich habe jetzt 3,7. Nur ein paar Wagen sind auf der Strecke. Vielleicht sollten wir jetzt raus, bevor es voller wird. Alles klar. Wie viel Benzin hast du dabei? Ich habe 3,3 Runden, glaube ich.
noch ein neues. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Kann ich mal? Ich weiß nicht. Und? Q2 schon? Nee, Q1. Wir hatten einen Lobbyabsturz genau beim Start. Du musst eine neue Liga-Lobby erstellen. Ach so. Ja, ganz entspannt. Ja. Wird der das nicht gestreamt heute bei euch? Eigentlich war es der, es scheint FA8 drin und auf einmal haben sie da geändert, FA9. War schade. Okay, stimmt, der Warte. Aber kannst ja, ich glaube, Juve streamt auch, ne? Ja, Juve und ich haben mal im Spiel vorbei. Also im Forum, denn da ist ja euer Livestream. Sieht man den? Ja, also dein, warte mal, ich gehe mal rein. Also deinen habe ich gesehen, bei Juve müsste ich jetzt mal nachschauen. Wo ist er? Follow Juvenal, genau. Ja, Juve ist gut in Form heute. Na eigentlich, jetzt sind die Guten bei euch weg. Müsste Juve mit vorne mitfahren. Ja. Oder? Ist da WM-Favorit? Nein, die Überflieger der FA8 sind jetzt raus bei euch. Sind die bei euch? Wer war denn das bei euch? Max. Nee, Max ist sogar noch weiter. Der ist, glaube ich, FA3 oder so. Ja, wir sind ziemlich weit hochgegangen, Alter, ja. Boah, wer ist ein Vogt, ey, krass. Vogt? Der ist eigentlich auch richtig gut. Boah. Eine Sekunde auf Juvenal, Wahnsinn. Ich bin im Moment Vorletzter, ey, krass. Das heißt, ich fliege wieder raus. Ja, mit Fahrfehler und allem, ne? 1,44,2. Ich fahr direkt nochmal raus. Mach mal Zeiten an, Juve. Oh, Vollbild. Ich hatte an, ich musste in der Orange von Agas gehen, weil ich Angst hatte, dass ich in die Wand fliege. 43,6. Oh, Hoppo ist noch gar nicht gefahren. Doch, jetzt leg davor, Hoppo. Halbe Strecke hatte ich auch gerade kein ERS. Schön ausgefallen. Nee, brauchst du normalerweise nicht. Du bist durch. Ich würde auch das Risiko nicht eingehen. Nachher fährst du den Wagen kaputt. Aber ich muss ja noch mal raus. Das nutzt nichts. Ja, ich denke mal, 43 brauchst du auch, Basti. Ja, ist auf jeden Fall drin. Ja. In 2 Wochen lasse ich Friesinger für mich fahren, gebe ich einen Account-Daten. Meinst du den Monster oder was? Aber Monster kriege ich auch noch hin. Aber Singapur. Da freue ich mich schon drauf, ey. So, Leute, ich muss mich mal eben konzentrieren. Geh mal rauf auf noch. Was machst du jetzt? Ihr könntet auch Windschattenfahren machen, ne? Ja, haben wir nicht trainiert, das ist jetzt auch. Dafür bin ich nicht konstant genug für so Späßchen. Ja, aber er hätte dich nach vorne ziehen können. Zumindest jetzt im Training. So, Attacke Basti. Ah, war schon von Popo.
Das war's. Ich hab's schon gesehen. Gleich in der Box nochmal raus. Ja. Am besten mit dem fahr langsam die Runde zu Ende, damit du die Reifen nochmal nehmen kannst. Wenn nicht noch einen neuen Satz verbraten. Nee, ich nehme auf keinen Fall nochmal einen Fischen. Dann starte ich lieber vom letzten. Ich hatte das nämlich in Ungarn gemacht und habe mich dadurch ins nächste Quali geschafft und hatte im Rennen dann im letzten Stint mir Reifen geholt mit 25%, weil ich keine mehr hatte. Ja. Und wurde dann komplett durchgereicht dadurch. Weil alle auf frischen Roten waren auf dem letzten Stint, außer ich. Wir sind 18. auf dem Tempo. Ach, im Moment bin ich ja noch drin. Ich weiß da nicht, ob die anderen schon gefahren sind. Kilometer pro Stunde. Schade, dass ihr nicht übertragen werdet. Ja. Ich will mir wahrscheinlich auch einen Thrustmaster holen. T500. Fährt Kiwi bei euch auch? Ja. Ja. Aber P13, noch ist alles möglich. Ich hoffe, die führen das irgendwann ein, dass man seiner Box sagen kann, nur Reifen neu machen oder so, dass man direkt weiterführen kann. Ohne diese behinderte Reinschieberei. Okay. Ist dann echt auch so, wenn nur noch 3 Minuten sind und Louis sagt, Leute, ich komme rein, macht frische Reifen, ein bisschen Sprit, dann machen die das. Dann fährt er nicht hier hinten rein. Wolfgang ist 10. gerade. Krass. In Q1. Ja, im Moment bin ich durch. Im Moment bin ich safe. 3 fern aber noch. Nee, die sind alle schon, haben alle schon aufgegeben. Ich fahre direkt raus. Erstmal suchen, wo bist denn du jetzt hier? Also eine 1,43,4 ist möglich bei mir. Die muss drinne sein. Ich weiß ja, dass ich sie könnte. Dann zeig's doch auch mal. Ja. Bei mir 1,41. Muss nur Spawny vorher anrufen. Ich finde dich nicht mehr, Basti, hier. Wo bist du jetzt hier? Ich finde nur Juve. Einfach Basti Feld bei Twitch eingeben. Ja, da gehe ich dann noch nachher noch rein mit Handy. Und gucke zwischendurch mal. Gibt auch eine Möglichkeit, es gibt eine Seite, da kannst du Dual-Stream machen. Kannst du Juve und mich gleichzeitig gucken. Halbiert. Okay. Muss mal Google eingeben, Dual Twitch Stream. Dann gibst du die beiden links von uns ein und dann hast du oben Juve und unten mich. Oder links und rechts halt. Mhm, okay. Das mache ich ganz gerne, ja, wenn Olf und so fahren, wenn die dann mal streamen, aber das streamt ja leider nicht mehr. Fahr nicht so schnell deine Einführungsrunde, dass die Reifen zu viel Prozente haben. Immer sparen an Reifen. Oh, im Moment bin ich raus. Ja. Hast du es denn an Ishma auch weitergegeben? Ja. Wenn er es gehört hat vorhin, ich weiß nicht, ob der AFK, aber er hatte nichts zu sagen.
Ja, guck. Bist schon drüber, weil der Stream hat gehakt. Ja, ich bin im Moment P15. P15 nur? Oh. 1,43. P15, krass. Oh, dein Stream hakt nämlich wie Sau hier. Bei mir fährst du jetzt immer noch deine schnelle Runde. Okay. Ich guck gleich mal. Ach so, ja. Schreib mal, wenn du wieder zurückkommst, wegen Autotauschen. Ja, gut. Wir sind 18 meine Frau auf der Tempobahn. 312,6 Kilometer pro Stunde. Da bin ich raus. Mich hat einer noch gepackt in der letzten Sekunde. Ja, was soll ich machen? Ich habe gesagt, ich fahre 1,43, habe ich gemacht. Du, wenn ich deine Runde so gesehen habe, du schaltest teilweise zu viel. Zu weit runter oder hast du... Ja, ich fahre Automatik. Ich habe die Strecke nicht mit manuell getrennt, mit Gamepad. Ach so, okay. Wäre das Quali-Ende gewesen, direkt nach 15 Minuten wäre ich weiter gewesen. Aber jetzt hat einer in der Nachzüglerzeit noch mich gepackt. Im Sektor 2 war ich minus eine halbe Sekunde und am Ende waren es dann 0,2. Scheiße. Naja, was willst du machen? Ich habe die 1,39 gepackt und wenn andere schneller sind, dann sind sie halt schneller. Vorhin noch mit Juve trainiert, da sage ich 1,39 ist Ziel. 1,43 ist Ziel und habe ich ja geschafft. Aber reicht halt nicht. Ja. Muss man halt anerkennen, dass die anderen schneller sind als ich. Ein Zehntel fehlt. Ja, ist egal. Das kannst du im Rennen auch wieder gut machen. Ja. Aber das wird wie in Ungarn ablaufen. Die sind alle halt 3-4 Zehntel schneller. Nee, du, wie gesagt, fahr selber schalten auch und versuch mal beim Timetrail, guck mal an, irgendwie, dass du dich da verbesserst. Also, dass ihr beide irgendwie bei einer Session macht. Dass du die Linie anguckst, wo fährt Juve lang und so weiter. Und dann trainieren. Anders geht's nicht. Das ja, aber hab ich ja, guck mal, wie eng das beieinander liegt. Juvenal und ich trennen 2 Zehntel. Ja, bei uns ist teilweise in der FA5, da ist innerhalb von einer halben Sekunde sind 10, 15 Fahrer. Ja, das ist, wenn wir alle, ich denke mal auf Monster, das wird richtig krass werden. Mann, ist das scheiße. Ja, aber ist noch nichts verloren im Rennen. Was habt ihr im Rennen? Trockenrennen oder Regenrennen? Gemischt. Gemischt? Ist auch wieder scheiße. Ja. So, Juve, jetzt hau mal einen raus. Eine hohe 41. Komisch, das finde ich Juve nicht im Stream. Ein halbes Zehntel, wegen einem halben Zehntel ausgeschieden, krass. Hätte ich die frischen nochmal aufgezogen, dann hätte ich es auf jeden Fall geschafft. Ich habe jetzt sechs Runden alte Reifen aufgezogen. Ist auch wurscht. Start am besten mit Medium, hätte ich gesagt, an deiner Stelle. Ja, auf jeden Fall, ich starte auf Gelb. Damit du vielleicht bis zum Ring hinkommst. Genau. So, Juve, jetzt kommt der Großmeister. Könnte für dich... Jetzt gebrauchte? Krass. Ja, zieh frischer auf. Das ist dein Startreifen. Krass, er hat voll mit gebraucht, ne? Ja, siehst du, Friesinger ohne Binotto kommt er auch nicht klar hier.
Viel Glück. Nice. Sollte reichen. Doch, das reicht. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. 1,43,6, meinst du nicht? Was sind das für Fahrer hier? Der Critical Haze TTV Jettisfy? Keine Ahnung. Ist das neuer? Kann sein, ja. Ja. Ah, der ist auf Gelb gefahren, krass. Das ist aber mutig. Ja. Aber du hast dich noch ein bisschen zurückgehalten, oder, Juvenal? Ja, hat man gemerkt. Du wolltest die Runde erstmal setzen, ne? Damit du denn was gesetzt hast. Aber vergiss nicht, den Reifen zu tauschen, ne? Marco kommt noch, Kirito kommt noch, dann bist du Sechster. Ja. Ja, aber das wollte ich schon in der ersten Q1 sagen. Du siehst kaum was wegen, weil der Körper dich so blendet mit der Sonne. Schreibt mir Loki, der ist in unserer Liga, nichts für ungut, nimmst dich persönlich, aber ich hab dir die Freundschaft auf Steam gekündigt. Ich dachte mir, was jetzt? Ne? Warum, wieso, weshalb, ist mir auch eher Schnuppe, sag ich mal eigentlich. Kenn ich gar nicht, einen Typ. Ja, kommt aus Halle. Und auf jeden Fall dachte ich, schreib's auf Discord einfach mal an. Ich sag mal eine Frage, warum jetzt eigentlich? Habe ich dir was getan? Irgendwie, ich wüsste nicht warum, ne?
Da kam als Antwort von ihm: Ich möchte einfach nicht, dass du unsere Setups nimmst, beziehungsweise andere. Das nervt mich. Wenn das gewollt wäre, dass die halbe Liga mit gleichen Setups fährt, dann würden sie geteilt werden und wir investieren Zeit darin. Ist nichts Persönliches. Krass. Denke ich mir, wenn jetzt die Liga dominieren würde, würde ich es noch verstehen, dass er sagt, okay, ich gebe da meine Setups nicht frei. Er sieht zu, wie er klarkommt. Ne, im Endeffekt fahren eh fast alle das gleiche Setup. Mhm. Und es ist doch nicht gesagt, wenn dass ich sein Setup lade, dass ich damit klarkomme. Ne? Das stimmt, ja. Ne, dann habe ich geantwortet, wer sagt denn, dass ich dein Setup nehme? Ich probiere vieles aus, verstelle meist eh noch etwas. Ob ich die Time-Trail-Setups im Rennen fahre, weißt du doch eh nicht. Aber gut, ist deine Entscheidung und im Endeffekt fahren fast eh alle das Gleiche. Ich gehe mal in den Keller drüber lachen. Brauchst du jetzt auch nicht persönlich neben euch geschrieben. Oh, wow. Echt, der ist, mir ist das Schnuppe im Endeffekt. Ich gucke mir, wie gesagt, verschiedene Setups an, aber ob ich damit klarkomme oder wenn ich merke, das Heck ist so instabil oder irgendwas, dann suche ich mir gleich ein anderes oder ich verstelle was. Ja. Ja, jeder sucht sich immer ein Grundsetup und baut dann seins darauf auf. Also ja, ich lade mir eins von Top-Leuten, da weiß ich wenigstens, sage ich mal, wenn die so eine Zeit fahren damit, dann muss es ja halbwegs gut sein und dann gucke ich. Wenn ich merke, das Heck bricht zu schnell aus, okay, dann verändere ich halt was oder ich gebe ein bisschen mehr Flügel. Juve, bis jetzt sieht's gut aus, P5. Ja, aber was will. Drei, im Moment reicht's. Im Moment bist du Fünfter. Nee, drei Stück sind noch nicht gefahren und die taugen nix. Alle anderen sind gefahren. Ja, aber nicht mehr als du. Obwohl, den kenne ich gar nicht. Krass. Vergesst nicht, den Reifen zu tauschen, ne? Ich dachte, auf Felge startest. Tja, in Q1 hat er noch so eben sich reingemuschelt. Und jetzt wäre ich am Glänzen, weißt du? Ey, krass. Wegen einem halben Zehntel, ey. Ich mir jetzt hier 25 Minuten Qualifying angucken. Noch 5 Minuten zu fahren in dieser Session. Hoppo, Hoppo, auch so langsam, das verstehe ich nicht. Der Juve ist schneller als Hoppo. Eigentlich nicht, Hoppo ist mal FA3 eigentlich gefahren, aber der ist jetzt von der hätte aussuchen können, von der Sim zurück in der FA3 oder in der FA8 und da ist er FA8 gegangen. Was ist das denn für ein Unterschied, FA3 zu FA8? Ich denke mal, Ischma wird auch noch auf Rot gehen. Also ich würde definitiv. Ja, aber ich schmeiß nicht schneller als Juvenal, auf keinen Fall. Nein, aber der wird, denke ich mal, noch auf Rot gehen. Oder er legt es drauf an, dass. Wenn Juve Eier hat, bleibt er draußen. Ja. Jetzt kommt 1.39.8. Das fährt nicht mal PS4. Aber dann hörst du die Leute hier im Channel kommen, glaub mal. Jo, viel Glück. Ich mach TV-Kamera an, falls du zugucken magst, Wiesi. Ja, mach mal an bei ihm. Da fährt er raus, der Team-Captain. Ich sehe noch nichts, dass er rausfährt. Ja, aber dein Stream, der hakt. Nee, das ist extra so eingestellt, 10-20 Sekunden Verzögerung. Nee, da kann ich nicht beenden. Der rechnet nur andauernd hier. Da bin ich ja 30 Sekunden zurück. Da gehe ich lieber direkt auf Juve. Wenn ich ihn finden würde. LX19 wäre das in Fall, ist auch nicht schlecht. Den kenne ich nicht. Wenn ich hier vorbeifahren bei Juve. Wie viel Sprit hast du mit Juve?
Für zwei Runden. Für zwei schnelle Runden, oder was? Falls du... Ja. Fahr doch komplett Mara. Ich hab mich ja auch weggehauen im Rennen. Oh, mein erster Ausfall. So, Juve, toi, toi, toi. Jo, ich drück die Daumen. Bist du noch Sechster jetzt, deswegen gib Gas. Sauber. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Schöne Runde. Kannst die Reifen schon. Hier, die erste Kurve hier, da brauch. Da, ja, aber auch da brauchst du nicht einen ersten Gang runter. Maximal einen zweiten. Ja, er hat ja auch Auto. Schaltung. Die macht manchmal echt Kacke hier. Ach so? Okay. Ja. Ja, ich schalte auch immer mal wieder zwischen. Krass, der Hoppo hat nochmal dich um 2000stel. Oh, Juve dann nur 7. Hast du recht, du musstest die Zeit setzen. Ja. Aber kommt keiner mehr nach, bist safe. Ja. Können nur noch 3 nachkommen und dann wärst du 10. Also bist im safe in Q3. Schön Reifen sparen, langsam zurück, genau. Und jetzt in Q3 kannst du volles Risiko. Ihr braucht auch in der Einführungsrunde oder wenn ihr Safety Car habt, Reifen nicht warm machen, ne? Nicht die ganze Runde zickzack fahren, es nimmt so viel Prozent weg. Wenn ich das immer sehe bei den Leuten, lache ich mir immer einen ab. Teilweise hast du 3-4% nachher weg oder 5%, das ist mal eine schnelle Runde, die da fehlt nachher im Rennen. Ich mache das meistens mal erst im letzten Sektor oder wenn es berghoch geht hier jetzt. Ja. Ein paar mal scharf einlenken komplett, dann geht die Temperatur auch hoch. Ja, Junge, mit Alex war wohl nichts, ne? Oh, Ischma 9. Ja, du bist Vogt 1,42,4, Marco 1,42,4, Hayes 1,42,9, Demon 1,42,9. Mark 1,43, dann kommt Hoppo, dann du und dann Ketz, ihr seid alle eigentlich zeitgleich. Dann kommt Ischma auf 9, Paul Panther auf 10 und dann ist 2 Zehntel hinter dir. 1 Zehntel.
Ja, Paul Panther 2 Zehntel auf Platz 10. Also du hast 0,7 auf 1, er 0,9 und danach 1,3. Schon. Also jetzt wäre für mich auch vorbei gewesen. Also Q2 wäre Ende gewesen für mich. Ja, ich habe ja schon am Anfang der Saison gesagt, mich hätten sie in der FH10 lassen sollen. Ja, reicht. Das ist easy. Sind doch alle drin. In der FH10 schon nichts gerissen, dann wirst du hochgestuft. Ja, ist doch so. Und dann auch noch zwei liegen. Guck mal, wie knapp das ist, Juvenal. Also P4 ist für dich drin, wenn du die Runde richtig triffst. P3 ist für dich drin. Die ersten zwei, das ist andere Level. Vogt und Marco ist eine Liga für sich, aber P3 kannst du schaffen. Ich habe ja prophezeit, du kommst P3. Jetzt muss eine Juve Special Round kommen. Ja. Ja, und jetzt kannst du die Hose runterlassen. Ja, die war ein bisschen hackelig. Ist aber realistisch. 1,42,9, dann hättest du P3. Mercedes fährt direkt raus. McLaren auch. Hoppo auch. Alle sind raus, außer Juve. Wenn ich das sehe, in Sektor 1 fahren viele 29,7 von der Zeit, ne? Und du kommst immer nur auf 30,0, da, in Sektor. Alles klar. Jetzt kommt der große Auftritt. Eine Sache ist gut bei meiner Platzierung, ich kann Driver of the Day werden, wenn es gut läuft. Von P15. Wenn du jetzt eine gute Runde fährst, dann stelle ich das nachher ins Forum in den Rennbericht als Clip in TV-Kamera Ferrari. Ja, sieht doch, wenn du jetzt P3 kommst oder so. Und dann schön TV-Kamera. So bin ich jetzt zurück.
Krass. Fahr die Runde trotzdem zu Ende. Hast Benzin für noch eine? Okay. Mach ERS nochmal voll, wenn geht. Geht doch jetzt voll. Ach stimmt, er hat 89. Mit dem Benzin noch aus. Boah, fast P3. Schnell in die Box, nochmal frisch holen. Top-Runde, obwohl das mit gebraucht war. Ja, Sektor 1 war kacke, sonst hätte er jetzt P3. Ja, Sektor 1 hast du dir ein bisschen zu viel, fast ein bisschen verloren. Im Vergleich zu den anderen Crews auch. Ja, der... Ja, da bist du zu sehr gehoppelt auf dem. Die schnelle links, da kannst du noch Zeit rausholen. Und hier die Bergpassage. Hier bremst du jetzt bei der Kurve, hier bremst du zu spät. Zu früh meine ich. Und hier kannst du schon pünktlich aufs Gas gehen. Genau, hier fährst du gut ein bisschen über den Curb, genau. Hier reicht's, wenn du kurz lupst und ich glaub, hätte ihn, kannst du die Kurve durchfahren. Hättest du bei deinem ersten Schuss den Wagen nicht weggeschmissen, hättest du jetzt P3, glaube ich. Ist egal, die Strecke wird noch besser. Ja. Vielleicht hat er sogar noch zwei Schüsse. Mal gucken, wie er schneller geht. Nee. Ach ja, nee, der Stopp dauert jetzt zu lange. Die schieben ihn ja ewig da rum jetzt. Dann macht ihr weniger Sprit, nur für einen Schuss, Junge. Du schaffst eh nur noch eine schnelle Runde. Bei ja. 3 Minuten ungefähr kommst du da wieder raus. Ja, darum den Tank schön leer machen. 6 Liter reichen aus. Und dann 10.000stel aufholen und dann hast es. Ich hab P3 prophezeit, ey, krass. Da zucken sie zusammen, auf einmal steht Juvenal wieder oben. Ja. Ja, und denk an Benzin, ne? Ja, weiß ich nicht. Jetzt sind auch wieder ein paar Zehntel. Hast du noch Zeit? Hast du noch Zeit? Ein Minütchen hast du noch.
fertig. Nice. Jetzt kommt der große Auftritt. Boah, reicht genau für einen Schuss. Boah, nein, der kommt vor dir raus. Krass. Na gut, von der Zeit her kannst du noch Abstand ein bisschen lassen. 2:10. Oh, good luck. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Ah, wieder die letzte Kurve, schade. Da verlierst du es dann. Ja, die letzte Schikane, aber war trotzdem Topzeit. Schade, das wäre die dritte gewesen, aber der Hoppo hat nochmal einen nachgehauen. Boah, ganz schön eng da war ich vorne, wenn das da anfahrt, boah. Heftig. Jo. Gut eingeteilt. Ah, ich habe in der Liga nichts verloren. Der erste ist 2 Sekunden schneller als ich. Ist ja utopisch. Ist auch für dich kacke, bringt dich. Ich kann dir keine Punkte einfangen, gar nichts. Ja.
Rennstart 20.10 Uhr. Jo. Der ist, glaube ich, rausgegangen. Aber ich habe mal geguckt, wenn du viel mit Mager und Fett arbeitest, reicht es eigentlich, wenn du 1,5 Runden drüber bist jetzt oder 1,4 Runden. Weil im Sektor 2 fahre ich komplett auf Mager zum Beispiel. Ja, ich auch. Ja. Ich glaube, ich fahre dann doppelgelb. Oder hat man nur einen gelben Reifen? Sehe ich das gerade richtig? Krass. Nee. Ja, ich bin gerade auch wieder am PC. Wird aber kommen, Safety Car. Ja, die Top 10 sind trotzdem schneller. Der 10. ist 1,43,2. Ich kann nicht zaubern. 1,43,9 war mein Ziel, dann habe ich gefahren. Ich glaube, 1,43,6 wäre noch möglich, aber tiefer auf keinen Fall. Alles andere wäre richtig unrealistisch. Es kann natürlich im Rennen viel passieren durch gutes Fahren, ne? Aber müssen wir mal abwarten. Jo, dann wollen wir mal.
Ich starte auf Gelb. Schließlich nicht stehen bleiben. Krass, ich bin der Einzige auf Gelb hier hinten. Ich probiere es. Ja. Ja, einmal müssen wir Intas auf jeden Fall aufziehen. Ich sehe gerade, im gesamten Feld hat nur Kiriti und ich gelbe Reifen. Ich habe mal in Rennleitung geguckt. Alle anderen haben rote Reifen. Krass. Gut, Lack. Behalte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Safety Car, kein Überholen und langsamer werden. Halte dein Delta positiv, während wir uns einreihen. Kann man denn sagen, kein Reifenwechsel? Krass. Ja, ich will meinen Flügel wechseln, aber der sagt mir, ich soll die Reifen auch wechseln. Ich will keinen Reifenwechsel machen. Er will mir jetzt hier einen Reifenwechsel aufzwingen. Krass. Ist raus, passiert? Nee, aber ich will in die Box mit den Flügel wechseln lassen, aber er möchte mir dann die Reifen wechseln und ich habe gelbe drauf, die möchte ich behalten. Du hast noch zwei Sätze gelbe. Kannst du auf den neuen Satz? Nee, hab ich nicht. Doch, hast du. Siehst es doch unten in der Leiste. Ich drück andauernd durch, kommt nichts. Ich bin bei Lügen, warte. Dann muss ich mal auf deinen. Aber normalerweise hast du. Nee, hab ich nicht. Ich hab Red,
Er gibt mir Red, Inters, Hard oder Soft. Was ein Witz. Er kann es dir nicht sagen, kein Reifenwechsel. Krass. Ja gut, dann fahre ich halt zweimal rein. Hol ich. Kannst du auch machen. Mach jetzt rot und hol dir gleich nochmal gelbe, wenn du eh hin. Ne, ich hol mir jetzt weiß. Und hol mir dann gelb wieder. Was ein Müllspiel, ey. Mach mal auf nächste Reifen. Hab ich alles schon gemacht, 30 Mal. Ach, hast du deine Reifen am Anfang geändert? Nicht ausgewogen? Ja, Juvenal hat gesagt, wir nehmen weich. Ja. Dem Alex werde ich gleich erstmal, der kriegt einen Strafantrag, der hat mich jetzt zweimal überholt im Safety Car Phase. Immer noch 14, doch, passt doch. Da kannst du auch noch mal rein von dir die gelbe holen. Ja. Sie verwendeten ja. Ja. Man hat mit Juves hätten wir das mal nicht genommen. Wir haben nur einen gelben Reifen im gesamten Rennen. Was ein Scheiß, ey. Ja. War eine Fehlentscheidung. Nein, normalerweise lässt du ausgewogen, wenn du das Rennen startest. Wodka. Du fährst ja mit Pet, ne, Basti? Ja. Ja, okay, dann ist kein Wunder mit deinen Lenkbewegungen. Das ist so instabil bei dir, wie ich das so sehe. Na, ist auch so. Ja, mit Lenkrad. Deshalb bin ich auch nicht für höhere Ligen geschaffen. Nee, mit Lenkrad kannst du doch. Ja, wenn das mal im Angebot kommt. Und dann muss ich ja bei Null anfangen, ne? Nö, das liegt mit Lenkrad lang zu schnell. Wie hast du Gaspedal Bremse beim Pad oder gar nicht? Ja, hinten. Okay, erhöhe das Tempo leicht. Fährst du mal Auto, aber es ist auch kein Lenken. Und das merkst du gleich, dass man Lenkrad viel sanfter lenken kannst und alles. Und Hoppo führt das. Weil am Start alle zusammenstanden, ich ausgewichen bin und ich habe einen leichten gelben Schaden noch gehabt vorne. Habe ich Oru schon gemerkt, habe da gelupft, dass ich gut durchkomme und ja. Jetzt habe ich mir wieder gebrauchte Gelbe aufgezogen. Wie fährst du drauf? Zeig mal. Das können ja nur die ersten sein, die im Film sind. Nee, die habe ich gar nicht gefahren. Ja, weil das eben schon gefahren. Ich war ja nicht Q2. 3% drauf, das geht doch. Ah, hätte ich ja auch so gemacht. Basti, du kannst die gelben normalerweise 25 Runden locker fahren. Also aber du musst auch berechnen, ich habe pro Runde 3% mehr Verschleiß als ein Lenkradfahrer, ne? Na, Quatsch. Aber 1-2% auf jeden Fall. Ja, so, jetzt bin ich wieder dran. Ich lauf mager, weißt du schon. Ja. Obwohl ich gar nicht mehr auf Mager fahren möchte, weil ich fahre in Sektor 2 Ära auf Mager, dann habe ich so viel Spritüberschuss. Das geht ruckzuck, wenn du fett fährst. Lass Mager. Was, die macht Mager, genau. Du kannst auf den Graden nachher schön verteidigen, das bringt dir was. Gerade hier in Spar.
Ja, und da kommst du gerade so hin. So, ich bin erstmal raus bei euch beiden. Noch viel Glück erstmal, ich guck mir nochmal rein. No, danke. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety-Car-Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Viel Energie gesammelt. Verwende die Überholtaste. Nicht zu lange hinter diesem Wagen. Wir müssen überholen. Okay, alles klar. Leitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert.
Okay, das Safety Car ist draußen. Das Safety Car ist draußen. Wir müssen uns bei verringertem Tempo einreihen. Behalte das Delta genau im Auge und halte es unbedingt positiv. Wie läuft's? Wo bist du? Du kannst Gelb holen und dann bis zum Regen durchfahren und sparst dir dadurch einen Boxenstopp. Wenn noch ein Safety-Car kommt, dann bleibst du auf Gelb. Aber jetzt sind wir schon in Runde... Ja, und der fährt erst in Runde 9 rein, wenn du jetzt reinfährst. Dann hast du bis Runde 35 Ruhe. Und kannst dann entscheiden, wenn du merkst, der Regen kommt in Runde 30, dann fährst du auf Inter rein. Oder wenn du am Ende merkst, kommt doch nicht kein Regen, dann kannst du noch einmal auf Rot und fährst dann durch. Da darfst du nicht drauf gucken, du musst auf 6. Unser Delta ist zu niedrig, damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Ja. Und jetzt dann durchziehen bis zum Regen. Los, 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 damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Noch ein Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Ja, der Hoppul hat sich noch so eben durchgestrichen. Ich musste leider abbremsen wegen Delta, sonst wäre der Hoppul hinter mir gewesen. Was ein Scheiß mit Delta auch noch bei Safety Car Phase, ey. Mein Gott. Mal gucken. Wenn du merkst, auf der langen Gerade, dass du da mit DRS locker vorbeikommst, dann mache ich da keine Faxen. Ja, schon echt krass. Ich mach die Reifen jetzt nicht warm, ich mach so wie Frisen. In 15 Minuten gibt's Regen. Das ist doch perfekt für dich. Oh, ich habe mir jetzt schon 3 Plätze nach vorne gearbeitet. Jetzt stelle ich aber mal den Sprit vom Mager weg. Ich habe schon plus 3 Runden. Ey.
Kiri war direkt abgeflogen und da vorhin auch wieder welche. Der Kiri-Crash war krass, den habe ich auf Kamera. Ja, ja, direkt erste Runde. In Orange ist er weg, wie du damals. Er hat beide Reifen verloren, glaube ich, beim Aufprall. Denkt man, diese Runde geht's rein oder nächste? Der Hoppo ist 2 vor mir. Der hat sich noch so durchgemogelt. Hat er echt Glück gehabt. Aber der hat sich auch gelb geholt. Das ist die richtige Entscheidung gewesen. Jetzt kommt's halt drauf an, wer kommt, wie kommt er durchs Feld, ne? Ob die da alle aus Freundschaft ranfahren oder ob die auch richtig fahren. Ich habe 12% auf meinen Reifen. Meine Reifen sind komplett blau. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Es wird ein wenig Regen geben. In etwa 15 Minuten geht's los. Na, kein Thema. Sekunde schneller als dein Vordermann. Mach weiter so.
alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Makro abgeflogen. Beide Ferrari Punkte gerade. Safety Car auf der Strecke. Das Safety Car ist auf der Strecke. Ich habe den Abflug gesehen, sah mega krass aus. Der Alex ist abgeflogen. Ist doch gut für uns, alles gut. Wenn die jetzt reinfahren, bist du Erster. Genau. Jetzt werden wir nach vorne, komplett nach vorne gespült. Jo. No. Ja. Irgendwie ein Nachteil, die schnellen Leute, die hinten waren, kommen jetzt auch ran, ne? Ist durch das Safety Car kommen Makro aber wieder ran. Aber wenn die jetzt reinfahren, sind wir Erster und Dritter oder so. Ja? Ist doch schön, dann bin ich vor ihm jetzt. Wir beide ohne Strafe, ey. Ja, ich hatte erst einen Cut, da musste ich ausweichen. Da fahren sie rein, Leute, fahrt rein, holt euch neu. Da rollen die Plätze hoch, jawohl. Bis jetzt ja. Ja, bis zum Regen, ja. Wagenlängen näher.
krass. Der Basti ist ja langsamer als du, also der hat noch langsamere Reifen, den kriegst du auf jeden Fall. Meine Reifen haben jetzt noch, haben erst 20% runter. Der Vogt hinter mir auf frischen roten, oha. Boah, das wird gefährlich. Ich gebe alles, ey. Ja, ist ein bisschen Luft gegen den. Die Orange hat schon 4 Leben genommen. Null WC Enter. Oh, der Vogt hinter mir ist nervös, der will am liebsten jetzt schon vorbei. Der ist P8 dahinter, hinter mir ist noch der Mercedes. Der Demion, aber den wird der Vogt schnell schlucken. Diese Runde wird da jetzt reingehen, denke ich mal. Das wird langsam dunkler am Himmel. Wurde eigentlich gesagt, dass man so Spielchen nicht mehr macht, ne? Stell mal auf Fett, Juvenal, wir haben echt viel Sprit gerade. Ja, das geht ja. Schließen wir ein wenig zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Im Moment bin ich Driver of the Day. 10 Positionen gut gemacht. Na, ich nicht. Ich will da einen leeren Wagen haben im Regen. Vogt, 5 Sekunden Zeitstrafe. Gerade bekommen, der Vogt. Ja, jetzt gerade bekommen. Ich nehme an, jemanden aufgefahren. Der ist richtig nervös. Der hängt dem so im Heck hinten. Noch gibt keine Info. Safety Car jetzt. Kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Flagge.
SC auf der Strecke. Das virtuelle Safety Car ist auf der Strecke. Wir müssen hier ein positives Delta beibehalten. Langsamer werden. Positives Delta beibehalten. Denk ans Limit da oben, ne? Stell dir schon mal Inters ein. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Vogt vorbei. Sektor 2 Regen. Fehlentscheidung. Es ist jetzt aktiviert. Ich glaube, für den Moment fahren wir die richtigen Reifen. Verschafft sich immer mehr Vorsprung und hängt uns allmählich ab. Du musst jetzt pushen, Juve, sonst verliere ich gleich beim Boxenstopp sehr viel Zeit.
Regen lässt in 10 Minuten nach, sagt er. Die Reifensituation ist, wenn es so bleibt wie jetzt, fahre ich nicht rein. Dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ist kaum noch lenkbar. Ich mach Risiko, ich hol mir Inter, scheiße. Ich hab Inters. Inter liegt Sahne. Alles klar, wir sind jetzt kurz vor dem Wechselpunkt. Bleib draußen, wenn das Tempo passt. Aber komm in die Box und lass dir Intermediates aufziehen, sobald du die Grenze erreichst. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 25,3 Sekunden.
ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Grüne Flagge. Zehn Minuten bleibt der Regen noch. Ich weiß, ich fahre Inter seit drei Runden. Als einzigster. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Fahr jetzt raus. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Wärst du gerade mit mir reingefahren, wärst du jetzt Zweiter oder so. Ja, hinter mir fahren immer noch welche auf Gelb. Die verlieren so krass Zeit gerade. Jetzt funkt er, 5 Minuten ist trocken. Der ist immer noch auf hart unterwegs, der Typ.
Die Reifensituation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Schade, dass ich nicht ausgewogen habe. Dann könnte ich mir das zweite Mal gelb holen, ey. Was ein Kack. Ja, ich muss hart dann nehmen. Und etwas Energie aufbrauchen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,0 Sekunden. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Die Strecke wird bald wieder trocken sein. Achte darauf, dass du deine Reifen nicht abfährst. Du hast jetzt auch die Scheiße, dass du keinen zweiten gelben hast. Das kann uns alles ruinieren. Runde! Losfahren, losfahren! Du kannst früher Gas geben, sobald diese angefahrenen Reifen auf Temperatur sind. Scheiße, ich ärgere mich so, ey, dass ich jetzt weiß fahren muss, ey. Ach, die war doch Safety Car mit seinen Weißen. Gelbe Flagge. Achtung, Achtung, das virtuelle Safety Car ist draußen. Geschwindigkeit verringern und positives Delta beibehalten. Krass, virtuelles Safety Car, ich fahre eine Box. Virtuelles Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Grüne Flagge, das Rennen geht weiter.
Scheiße, zweiter Cut. Eine Katastrophe, der weiße, gar kein Grip. Fast Rennende. Wer ist erster, zweiter? Welche Reifen hat Basti? Dann fährt er noch mal rein. Zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf. Wir machen keinen Boxenstopp mehr. Momentan fährt der Wagen hinter dir jede Runde etwa eine Sekunde schneller. Jetzt nach drei Runden habe ich endlich Grip. Warum hast du denn die gebrauchten Gelben aufgezogen? Musst du ja noch mal rein. Oder wie viel Prozent haben die? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,1 Sekunden. Die halten nicht. Krass. Haben sie dir die Alten draufgezogen? Was für Schweine, ey.
25 Sekunden dauert ein Stop. Da. Wenn du 10 Runden vor Schluss reingehst, kommst du auf P5 raus. Auf P6. Du hast noch 10 Runden rote. Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,6 Sekunden. Holst du auch rot? Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,5 Sekunden. Er holt sich jetzt rot und zieht 12 Runden durch. Wenn du nicht mehr rein musst, fährst du dein Podium locker rein. Wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Hoppo wird durchfahren, der hat ganz frische Reifen drauf. Also wenn du 11 machst, hast du P2 sicher und WM-Führung. Also schon Reifen. Bitte? Reifen schon und P2 ins Ziel fahren. Dich kann keiner mehr einholen. Der hat alte Rote drauf.
die Sonne in der einen Kurve, ne? Boah. Okay, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Was sagen die Prozente? Und was sagt dein Reifen? Ja, dann ist er gleich auf. Zwei Runden noch ist er hinüber. Ja, jetzt rot holen und pushen, ne? Hättest du dir weiß genommen wie ich, dann wär's jetzt zweiter locker. Du vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde. Das Vorteil ist zu Basti, der hat 9 Sekunden Strafe und den habe ich jetzt 3 Runden aufgehalten. Also.
Ah, krass, du bleibst draußen. Du musst doch auch noch rein, du hast gleich 70%. Krass, ich bin gespannt. Drei Prozent pro Runde, acht Runden, 8 mal 3, 8, 16, 24. Kam vor mir raus. Mit frischen Roten. Ja, der wäre eh weg. Ich konzentriere mich ganz auf mich. Eine 3 Sekunden, ja. Dreimal hatte ich gecuttet. Ich werde P6, wenn nichts passiert. Beziehungsweise P5, fast die 12 Sekunden. Er liegt aktuell 12 Sekunden vor dir. Du verlierst pro Runde eine Sekunde auf deinen Hintermann. Eine Sekunde.
5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Deine Reifen verlieren langsam an Grip. Sei vorsichtig.
Abstand zum Teamkollegen beträgt 19,3 Sekunden. Benzin für eine Runde. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Oh. Driver of the Day, Ferrari. 10 Plätze gut gemacht. Jetzt gleich kommt mein Bild. Nice. Das war letztes Mal. Krass. Jo. Jetzt komme ich.
Was? 10 Plätze verbessert, er ist vor mir. Das ist auch immer ein Witz, ey. Er hat sich um 11 Plätze verbessert. Was ein Witz. Ich nur um 10. Schade. Ja. Ich mit 4 Stops sogar. Aber gut, unter Safety Car, ne? Ja, ist doch okay. 24 Sekunden hinter dir. Wenn ich jetzt die Strafen noch zurückrechne, dann sind es 18 Sekunden. Ja, ist okay. Das mit den Weißen war jetzt sogar vielleicht gut. Ich glaube, die Gelben bei meinem Fahrstil hätten nicht gehalten. Ja, haben wir Pünktchen, schöne Pünktchen reingeholt. 18. Kann sein, dann haben wir 26. Hatte 4 Runden Verschluss, richtig Krampf im Handgelenk. Ich konnte nicht mehr halten. Alter Falter. Mit 43 plus 8 sind 51. Jo. Schönes Rennen, ja. Keine Probleme. Juve, wo ist dein Fluch hin? Servus. Der ist gebrochen. Glückwunsch. Glückwunsch. Da ist ja richtig was gerissen. 10 Plätze und 11 Plätze. Auch mehr. Glückwunsch auch von mir. Vogt, tut mir leid, dass ich dir im Safety Car hinten drauf gebrettert bin. Du, war aber nicht ausschlaggebend, war nichts Schlimmes. Hast du dir dafür die 5 Sekunden Strafe